der Zwischenzeit gehe ich nochmal in Deckung, weil meine Energie wieder auf Null ist. Schon wieder. Alter, wie schlecht, wie schlecht, wie schlecht. Ich habe schwitzige Hände. So. Gut, jetzt kümmere ich mich mal um den Heli. Boom! Geile Explosion, nicht schlecht. Wow! Okay, das hatte ich gar nicht mehr gewusst. Alter! Bricht da erstmal der Boden weg. Ach du Scheiße, ey. Alleine hier voll der Leichenberg. Nicht schlecht. Ja, ich bin gut. Ich sende jetzt Koordinaten. Alter Schwede, da hatte ich aber doch eben ein bisschen die Hosen voll. Ich habe hier auch eine Mulde, veraltetes Crynet-Zeug, das ich bei meiner Kündigung mitgenommen habe. Nicht so leistungsstark wie das im Labor, aber es muss reichen. Was haben wir hier? DSG-9. Scharfschützen wäre noch eine. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss jetzt überhaupt. Hm, schauen wir uns hier mal kurz um. Ah, okay. Einmal außen rum. Sehr gut, dann haben wir das auch. Da ist der Fahrstuhl. Muss ich oben raus oder unten? Ach, verdammt. Unten, gut. Dann geht's jetzt nochmal bergab. Ah, verdammt, ey. Das ist voll scheiße mit es so einer glitschigen Hand. Na los, Mann. Juhu. Hm, schön im Dreckswasser hier. Da komme ich hoch. Ah, das kennen wir doch auch schon, oder? Nee. Ah, das ist jetzt auf der anderen Seite quasi. Wow. Alter, hoch da. So. Hopp. Sehr schön, dann haben wir das auch geschafft. Kann man hier hoch? Nein, natürlich nicht. Naja, egal. Ups. Können die mich sehen? Sind auf jeden Fall als Feinde. Er fliegt da mal vorbei. So. Am Arsch. Alleine der hat den Headshot überlebt, oder was? Flachsen? Verpiss dich! Hui! Danke, dass du so ein Trottel bist. Tarnfeld aktiviert. Okay, zwei Gegner. Alter, die halten aber schon recht anständig was hier aus, ne? Uiuiui. So. Hier durch noch. Moment, richtige Maus finden. Maustaste finden. So. Muss ich den... Okay, achso, schickt der runter. Gut. Ich schicke Ihnen den Aufzug runter. Ja, das enjoy ich. Genieße auch die Apokalypse. Ach ja. Da. Alter, ich habe so scheiß Flackern irgendwie auf dem Monitor immer. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Na egal, jetzt gibt es eine Fahrstuhlfahrt. Ich bin kurz ruhig und trinke was in der Zwischenzeit. Sie würden nicht glauben, was für eine Scheiße in den letzten 24 Stunden abgegangen ist. Barclays Männer gehen abtauen gerade unter. Und überall sonst wird Crynet zerlegt. Chaos, Mann! Prophet! Bin ich froh, dass Sie da sind. Die Warterei macht mich total nervös.
kommen Sie schnell rein. Und die Tür. Ich kann nicht schießen. Die Scheiße, die Sie an der Absturzstelle absorbiert. Okay, 704. Das Anzug wie eine Flipperkugel zum Leuchten gebracht. Eindeutig viral. Dieselbe Struktur wie Nanogewebe. Okay. Hargreave muss verrückt sein, damit rumzuspielen, als wäre es Kevlar. Also besteht der Anzug quasi aus Alien-Gewebe oder das Alien-Gewebe? Eins von beiden. Naja, setzen wir uns mal rein. Wie hat er das bitte mitgehen lassen? Ach ja. Ja, der Trick ist wahrscheinlich so zu tun, als würde es einem gehören. Tara Strickland, Tochter von Sie wissen. Nein. Ganz schön üble Scheiße, was? Und Hargreave? Na, wer weiß schon, was bei dem im Kopf vorgeht. Verbindung eingerichtet. Okay, Verbindung eingerichtet. Bitte. Dann lass mal sehen. Systeme online. Initialisierung abgeschlossen. Speicherzugriff. Nanoprotokolle aktiviert. Seltsam. Premiersystem. Warten Sie. Sie sind nicht Prophet. Bedrohung entdeckt. Das ist das. Wer sind Sie? Hat Hargreave Sie geschickt und... Anpacke eingebauten Speicher. Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin kein knallharter Special Ops, wie Sie, die Prophet, war. Tja. Alter. Runde Fernsehen, ach scheiße. Läuft nichts. Ich bin ein Verschwörungsfanatiker, Herrgott. Naja. Scheint's wohl damit recht zu haben, ne? Gott verdammt! Prophet hätte uns rausbringen sollen. Alter, voll hässlich, das Viech. Die Marines wollten uns holen. Und jetzt? Wissen die was über Kopffüße? Nee. Hm? Lass mal hören. Blöde Frage, was? Natürlich nicht. Wollen Sie die Version für Anfänger? Lass hören. Lass uns da draußen in den Arsch tritt. Haben durchaus Ähnlichkeit, muss man sagen. Haben Sie sich je gefragt, was die Azteken und Inkas dachten, als sie zum ersten Mal die Pocken gesehen haben? Nee. Ich meine, Sie haben die Spuren doch gesehen. Und das, was Sie tun. Prophet hat immer gesagt, er hätte eine Lösung dafür. Scan abgeschlossen. Das ist unmöglich. Das muss heißen, dass... Ich kann da nicht hin. Dieser Anzug, er besteht... Er besteht aus einem halborganischen Nanogewebe, das sich selbst repariert und ist ein Patent der Hargreave Corporation. Ja, der Hargreave. Er hat das Ding entwickelt. Prophet war Special Ops. Hargreave hat ihn für den Anzug rekrutiert, aber er ist desertiert. Er kam zurück, war nicht mehr ganz. Ja, das kennt man ja. Und dann... Sehen Sie das? Virale Subroutine in den tieferen Schichten des Anzugs, wie ein lebender Code. Und er, ich weiß nicht, als würde er sich selbst neu schreiben, um etwas Neues unterzubringen. Vielleicht eine neue Datensammlung? Meine Vermutung? Was Sie da sehen, ist die Biokodierung für einen Impfstoff. Gegen die Spore. Wir müssen dieses Zeug dekodieren. Okay, wie machen wir das? Hier kann ich das nicht gut machen. Ich habe die Rechenleistung nicht. Ich müsste... Geil. Gott verdammt.
Der einzige Ort in New York, wo das ginge, ist Hargreaves Labor. Das ist nicht gut. Das Prison. Alter, das sieht ja das dadurch weiter weg aus als... Puh! Alter, habe ich mich erschrocken. Ja, sehe ich. Ja, ich bin unsichtbar, du hast wohl verkackt. Was soll ich machen? Raus hier? Raus hier. Ich kann auch nicht schießen, glaube ich, ne? Ne. Ich versiegle die Türen und nehme dann den Notausgang. Mach das. Sie gehen raus und halten sie auf. Besiege den Zeltrupp. Okay, ich soll den Zeltrupp besiegen, aber wie? Ach, ich soll hier gar nicht raus. Ah, hm, falscher Alarm. Na, Kollege? Oh. War natürlich genial, dass ich hier Dings-Energie anmache. Tarnung. Und dann sofort baller. Schön da bleiben. So. Der Spray. Ah, oh, ein Teddybär. Wieso haben die hier... Egal, ich frag nicht. Warum haben die da so dickes Glas vor, wollte ich wissen. Schade. Oh, mal wieder ein Heli. Bam! Alter, wie geil. Nice, das wusste ich gar nicht mehr. Ah, ich liebe es, Spiele nochmal zu spielen, wenn man nicht mehr alles hundertprozentig weiß oder so. Und weiß, dass es schon episch wird, aber nicht genau weiß, wann, was, wo passiert. Ah, das war der Level, der Abschnitt. Wie auch immer. Was gilt es als nächstes zu tun? Achtung, Alcatraz. Ich habe vorhin den Funk von Cell abgehört. Die wollten sie zu einem Gefechtsstopp auf Wall Street bringen. Ich kenne den Ort. Es gibt dort mit Sicherheit eine Nano-Shoot-Mulde. Sehr schön, da haben wir unsere Funktions-Dings da. Dann ab dahin. Es ist sicher gut abgeriegelt. Aber unter der Straße gibt es einen Notfall-Evakuierungstunnel. Geben Sie sich zur Wall Street-Kirche. Dort kommt der Tunnel raus. Gehen Sie über die Dächer, das ist sicherer. Ich nehme einen anderen Weg. Wir treffen uns dort. Ah, verstehe. Wir machen ein bisschen Krach, dass er es einfacher hat. Ziehen die Aufmerksamkeit auf uns. Sehr schön. Jetzt kommt, glaube ich, wieder Ladebildschirm. Deswegen werde ich gleich die Aufnahme unterbrechen. Wir sehen uns dann gleich. So. Es geht weiter. Finanzdistrikt. Hören Sie, Mann. Ich sehe jede Menge. Alles klar, nicht lang zögern. Alter. Megatritt. Bam! Achso, ich dachte, ich tritt ihn gegen den Schädel. Infiltriere die Zell-Nanotech-Anlage. Dringe in den Zellgefecht. Pizza! Mh, die sieht noch richtig gut aus. So, da komme ich nicht weiter, aber hier komme ich weiter. Dann suchen wir uns doch mal hier einen schönen Weg. Was haben wir denn da Feines? Achso, nichts Besonderes, okay. Megatritt können wir da nur wieder machen. Der sieht irgendwie ein bisschen tot aus. Alter, das gefällt mir irgendwie nicht. Hui! Alter, da komme ich ganz gut drüber. Schicke Schuhe. So, über die Dächer. Juhu! Okay, da kann ich wahrscheinlich nicht rüber. Bringt es was denn, da lang zu gehen? Ist da irgendwie was? Offenbar nicht. Na dann.
Und hier oben kann ich...